Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Maniac Mansion 2, Day of the Tentacle. Wir haben hier feierlich einen Beitrag für die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich will nicht. Oder auch nicht. Ich will nicht. Was will er denn nicht? Mach halt jetzt. Yo, Tom. Thomas. Wie geht es dem Entwurf der Verfassung? Nicht so ganz. Wir können uns nicht entscheiden. Ach so. Ich hoffe. Wartet mal. Ich weiß schon. Und? Nun gut. Jetzt, wo du den Wein dazu beigesteuert hast, werde ich sie heute vergraben. Es ist fast so, als wie müsste... Bis... Was? Es müsste erst jetzt ein Tag vergehen, damit ich dann weitermachen kann. Kann es sein, dass das über mehrere Tage hinweg auch noch läuft oder so? Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh. Hier ist ein Vorschlag. Da steht... George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja. Es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? Der You-Suck. Okay, gut. Dann schauen wir jetzt mal, wo ist der gerade erschienen? Sind wir hier nicht im Keller? Eigentlich schon, oder? Wo ist denn der dann erschienen, der You-Suck? In der Zukunft vielleicht, oder? Genau, hier ist er nicht. Dann wäre er wahrscheinlich hier. Ich kann Dr. Freds altes Labor sehen und sein Pudding aber durch das Fenster. Ich bin zu groß dafür. Wenn wir nur kleiner werden könnten. Hallo? Es ist... Juhu! Was? Oh, mir... Schon wieder. Gehen wir nochmal zum Arzt. Vielleicht haben wir da noch was übersehen. Da gab es immer noch zwei Türen, in die wir gehen können. Sie öffnet sich automatisch. Oha, Kamin. Ah, ach, die ist hier. Na dann. Aber hier ist keine Kurbel, oder? Die Kurbel fehlt. Na, come on. Dann habe ich eine Idee.
Hey, das ist richtig gut. Das ist ein fantastisches Adventure. Immer noch. Immer noch. Wirklich. Bis jetzt finde ich das wirklich sehr gut. Das ist gut gealtert. Das kann man immer noch sehr gut spielen. Toll. Total witzige Ideen. Halt, stopp! Was haben wir denn hier? Sie ist ziemlich kalt. Keine Chance. Da sind Sachen drin, die aussehen, als wären sie dort schon eine Ewigkeit. Okay. Macht das denn niemand jemals sauber? Eine Eisbox. Okay, dann müssen wir jetzt die Kurbel in die Vergangenheit schicken, wahrscheinlich. Gut, dann wieder runterlatschen. Ich glaube, das Einzige, was ich in einen Re-Remaster von dem Spiel noch hinzufügen würde, ist eine Schnell-ins-Wohnzimmer-G-Funktion oder irgendwie sowas. Schon eine Art Karte, über die man dann schnell in irgendwelche Räume reisen kann oder so. Das ist dann bei den späteren Sam & Max Teilen auch wieder ganz gut, weil da wirklich man quasi sehr viele kleine Gebiete hat, die alle übers Auto im Grunde verbunden sind. Da kommt man schnell genau dahin, wo man will. Habe ich schon mal in den Briefkasten geguckt? Wahrscheinlich. Ach Quatsch. In seiner Realität ist ja der Transporter gar nicht im Garten draußen. Warum sind die eigentlich beide draußen irgendwo im Garten gelandet, frage ich mich gerade. Aber gut, sind halt nicht nur durch Zeit, sondern auch durch Raum gereist. So. Ich habe mir gerade überlegt, wenn ich das Sparbuch in die Vergangenheit schicke, dürfte das mit Zinsen in der Zukunft dann schon wieder voll sein. Aber wahrscheinlich muss ich eher wirklich den Safe mit den Rechten für das Videospiel finden. Chance, das zu öffnen. Warum sollte ich da überhaupt keine Chance, das zu öffnen? Warum sollte ich da überhaupt durch? Das geht doch nur auf dem Flur beim Showraum. Schauen wir uns immer noch ein bisschen um. Eine Recycle-Maschine. Sie mögen machtgierig und diktatorisch sein, aber immerhin recyceln sie den Müll. Na, immerhin. Mikrowelle. Da sind drei Stellungen. Garen, auftauen und mutieren ohne Wiedererkennen. Aha. Interessant. Ist schon auf. Metall sollte man nicht in die Mikro tun. Erloschener Garantieanspruch haben wir gerade bekommen dafür. Grünes Loch, Loch, Monitor. Da steht Medulla-Rechteck. Spezies hier entnehmen. Da steht Öffner. Aha. Keine Sie öffnet Ahnung. Sich automatisch. Das ist ein leerer Schrank. Leer. Die ist ziemlich kaputt. Wirklich mächtig kaputt. Eine kaputte Waschmaschine, ein leerer Trockner und ein leeres Kästchen. Oh. Halt! Wie bist du rausgekommen? Ups! Geh da wieder rein! Aber das trifft sich ganz gut.
Wenn Dr. Tentakel doch nur ein bisschen mehr auf seine Patienten achten würde. Das trifft sich ganz gut. Nein, ich will mit dem reden. Hör doch auf, gegen die Kraftfeldwand zu laufen. Juhu! Was? Ich muss... Oh, okay. Gut, Mensch. So, jetzt passt auf. Wir nehmen jetzt die Kurbel aus dem Klo. Ausgezeichnet. Und jetzt gehen wir in unsere Zelle zurück. Hallo. Und dann wird uns wieder ganz schlecht. Juhu. Was? Ich hoffe, das funktioniert beliebig oft. Schon. Sie öffnet sich automatisch. Sadala. Und jetzt kurbeln wir die Fahne runter. Nehmen Sie. Warum hängt da eigentlich in der tentakelkontrollierten Welt noch die amerikanische Flagge auf dem Dach? Na, vielleicht haben die Flagge halt nicht geändert. Und tada! Wir sind ein Tentakel. Und was für ein hübscher. Unterdessen. Sagen Sie, Leutnant, wie denken Sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig, obszön, faul, widerlich. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Wie? Das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschensympathisanten bist. Jetzt, wo diese schreckliche Menschenshow läuft, wimmelt es überall von Menschenliebhabern. Ich bin kein Menschenliebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu, ich habe da einen kleinen Plan. So. Somit dürften wir uns jetzt frei bewegen können und sowas, denke ich mal. Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Oh, toll. Ja, ja, natürlich. Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Die Teilnehmer werden nach 3 Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakelkamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Oh, danke. Es war mir ein Vergnügen. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein Mensch. Boah! Das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Na, habe ich doch gesagt. So, hier weiß ich immer noch nicht, was wir machen. Ich habe so die Idee, dass wir den Hamster mutieren, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Hey, Süße. Was bringt so ein heißes Tentakelbabe wie dich an einen Ort wie diesen? Erkennst du mich nicht? Nein, ich. Moment, bist du nicht die Bedienung aus dem Tentakelclub? Ich liebe diesen Club. Ich würde sofort dahin fahren, wenn ich Zeit hätte. Ich suche nach einem Tier. Tut mir leid, Süße. Du bist am falschen Ort. Diese 3 Menschen sind Problemfälle. Untrainierbar. Ungehorsam. Ziemlich daneben. Er ist nur neidisch, weil wir 2 Daumen haben. Irgendwann werdet ihr die Tentakel als eure Herren akzeptieren. Ha! Ihr Verlierer könnt ja nicht mal Dreirad fahren. Siehst du, warum sie niemand als Tiere haben will? Ich bin...
bin hier, um dich zu sehen. Wirklich? Was machst du heute Abend? Wie wär's mit dem Tentakelclub? Oh, was sage ich da? Ich kann doch nicht den Müll rausbringen und ein klasse Babe wie dich alleine lassen. Hä? Den letzten Satz verstehe ich nicht. Ich suche... Ich sagte doch... Und ich will kein Haustier sein. Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Geht nicht, mein Therapeut und ich haben ein Abkommen. Ich hab mir schon gedacht, das wäre auch ein bisschen zu düster gewesen. Geh da weg, das ist mein Job. Na gut, irgendwie werden wir den schon noch los. Okay, das ist der Ausgang. Besser nicht. Besser du glaubst das. Okay. Tut mir leid, ich habe strikte Anweisungen von Tentakel Nummer 1, dem allmächtigen Alten, dem großen Vater Purpurtentakel, niemanden an diese Uhr zu lassen. Aber ich habe Rechte, ich bin ein Tentakel. Und ein attraktives dazu, muss ich sagen. Aber niemand kommt in die Nähe dieser Uhr, solange ich hier bin. Und solange ich nicht gerade ein paar flüchtige Menschen jage, bleibe ich auf diesem Fleck. Mist! Okay. Ihr habt den Mann gehört. Lauft! Du sprichst mit den falschen Leuten. Wir sind gerne hier. Wir sind Berühmtheiten. Okay, wir müssen die irgendwie zum Flüchten bringen. Darf ich wenigstens vorbeigehen? Ja, können wir das Obergeschoss erkunden. Hey, blödes Tentakel! Das Eis sieht ziemlich alt aus. Okay, hier kann ich irgendwas wahrscheinlich auch über die Eisbox in die Zukunft schicken, aber warum nicht übers Klo? Naja, Sie öffnet sich automatisch. Kenne ich nicht. Sieht bequem aus. Keine Zeit dafür. Will ich nicht haben. Will ich nicht haben. Sieht wie ein Pudel aus, den ich mal kannte. Dekorativ. Jemand scheint ihn am Tisch befestigt zu haben. Jemand scheint ihn am Tisch befestigt zu haben. Ah, die Zeitkapsel. Es ist eine alte Dose. Da steht ein Schild. In Erinnerung an die Gründungsversammlung, ins Leben gerufen von Thomas Jefferson Anno Domini 1790. Von einem Flug Anno Domini 1795 überrannt. Schade um die Zähne. Das kann ich nicht nehmen. Warum denn Vielleicht nicht? Kann ich es öffnen. Ach so. Das kann ich mit bloßen Händen nicht machen. Ich glaube nicht, dass es damit aufgeht. Es wäre auch zu einfach gewesen, ne? Es ist sonnig draußen. Hey, da ist die Mumie wieder. Klassisch. Nicht mein Geschmack. So verrückt bin ich auch nicht. Interessantes Mannequin. Er ist zu schwer. Hallo, mein stiller, eingewickelter Freund. Ich muss den Chrono John anschließen. Ich könnte auf einen Sturm warten. Meinst du, es ist komisch, zu einer Mumie zu sprechen? Es
macht kaum einen Unterschied, mit den Spezies von der Medizinschule zu reden. Sie sind vielleicht etwas offener. Hui, du hast aber tolle Sachen an. Dieses ganze Weiß hat es mir angetan. Ich sollte jetzt gehen. Bequem. Keine Zeit zum Ausruhen. Sieht ziemlich schwer aus. Er ist zu schwer. Damit habe ich mich fast schon mal umgebracht. Cool. Keine Chance, das ist gefährlich. Diese Sorte haben sie beim Film. Sieht zu schwer aus. Ah, Verlängerungskabel. Sie öffnet? Gütiger Himmel! Du bist Purpur, Ja? Meinst du nicht, du siehst gut genug zum Essen aus? Was soll das bedeuten? Du sympathisierst nicht etwa mit Menschen, oder? Ich finde Menschen einfach widerlich. Das ist der Geist. Ich arbeite nämlich an einer Methode, die Menschen ein für alle Mal loszuwerden. Was denkst du denn gerade? Ich arbeite an einem Verkleinerungsstrahl, mit dem ich diese lästigen Menschen verschwinden lassen kann. Erzähl mir mehr von dem Verkleinerungsstrahl. Ich nenne ihn den Miniaturisator. Das größte Problem am Design ist der Schalter für Leute ohne Finger. Sag, du siehst irgendwie bekannt aus. Natürlich, du Blödmann. Ich bin Purpur-Tentakel, der berühmte Welteroberer. Bist du das gleiche Purpur-Tentakel, das Dr. Fred kannte? Du meinst den von früher? Ja, ich erinnere mich an das Insekt. Entschuldige mich, ich habe etwas im Ofen stehen. Kenn ich den? Hey! Hey! Hä? Hey? Laut diesen Plänen beherrschen die Tentakel bereits große Teile der Welt. Ich fass besser nichts an, solange mich dieser Nikolaus dort hinten beobachtet. Ich fass besser nichts an, solange mich dieser Nikolaus... Na dann, gehen wir noch ein Stockwerk nach oben. Oh? Okay, hier ist gar nichts. Ah. Ein Essensgutschein. Den nehmen wir mal mit. Geht nicht, das ist hinter Glas. Ah. Oh. Essen für zwei im Tentakelclub. Mist, nur für Tentakel. Kann ich vielleicht mit meinem Skalpell diebmäßig durch die Scheibe schneiden? Auf keinen Fall. Das lasse ich besser so, wie es ist. Das wäre nicht sehr nützlich. Okay, ich kann jetzt das Verlängerungskabel mal anstecken. Draußen, das könnten wir versuchen. Aber gut, für heute machen wir jetzt erstmal Schluss. Morgen machen wir genau hier weiter. Macht's gut, bis dann. Ciao.